zwischen Michel Hunziker, 45, und Tommaso Trussardi, 38, scheint es kein böses Blut zu geben. Im Januar gaben die Moderatorin und ihr Gatte nach über 10 Jahren Ehe und 2 Kindern ihre Trennung bekannt. Die Blondine soll sogar schon einen neuen Mann an ihrer Seite haben, den italienischen Arzt Giovanni Angiolini. Mit dem Chirurgen wurde die dreifache Mutter knutschend abgelichtet. Doch auch mit ihrem Verflossenen scheint sie sich bestens zu verstehen. Michel und Tommaso waren nun gemeinsam unterwegs. Auf neuen Bildern ist das einstige Paar wieder zusammen zu sehen. Michel begleitete ihren Ex-Partner zu einem Event und wirkte dabei bestens gelaunt. In legeren Looks schlenderten Tommaso und die 45-Jährige Seite an Seite. Dabei machten die beiden den Eindruck, als würden sie sich blendend verstehen. Ausgelassen plauderten und lachten Tommaso und die Wetten, dass Bekanntheit, dass der Modeerbe der Schweizerin nicht böse ist, betonte er auch in einem Interview mit der italienischen Zeitung Corriere della Sera. Ich liebe Michel immer noch, aber auf andere Art, gab Tommaso zu. Vor allem die gemeinsamen Töchter Celeste, 7, und Sole, 8, scheinen sie weiterhin miteinander zu verbinden.